his kingdom by the sea. That a maiden lived whom you may know by the name of Annabelle. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. But we laughed with a laugh that was more than love. I am my Annabelle. In schlimmer Klemme oder die Sense der Zeit. Es war an einem friedreichen und stillen Nachmittage, da ging ich in der anmutigen Stadt Enna so für mich hin. Lärm und Getümmel in den Straßen waren fürchterlich. Männer schwatzten, Weiber kreischten, Kinder schmatzten, Schweine quiekten. Karren ratterten, Rinder blökten, Kühe muten. Rosse wieherten, Katzen maunzten, Hunde tanzten. Tanzten. War denn das die Möglichkeit? Tanzten. Ach, dachte ich, die Tage, da ich tanzte, sind dahin. So ist der Lauf der Welt. Die Hunde tanzten. Ich konnt's nicht. Sie hüpften munter, ich jedoch, ich weinte. Sie sprang in die Luft, ich schluchzte laut, ergreifend Bild. Auf meinem einsamen Gange durch die Stadt hatte ich zwei bescheidene, doch treue Begleiter. Diana, mein Pudelchen, süßeste Kreatur. Sie trug ein gar anmutig Büschlein Haare über dem einen Aug und ein blasses Band schlang sich höchst modisch um ihren Hals. Diana hatte nicht mehr denn 5 Zoll Höhe, doch war ihr Haupt um einiges größer als ihr Körper. Und der Schwanz, welcher außerordentlich kurz abgeschnitten, gab dem interessanten Tier ein Air verletzter Unschuld, wodurch es zu aller erklärtem Liebling geworden. Und Pompeius, mein Diener, holdester Gefährte, wie sollte ich wohl jemals dein vergessen? Ich hatte ihn beim Arm genommen, er war wohl 3 Fuß hoch und 70 oder vielleicht 80 Jahre alt. Er hatte Sichelbeine und war recht beleibt. Seinen Mund sollte man nicht eigentlich klein nennen, wie auch seine Ohren nicht kurz, doch waren seine Zähne gleich wie Perlen. Und seine großen, runden Augen zeigten das köstlichste Weiß.
Die Natur hatte ihm einen Hals versagt und seine Knöchel gleich mitten auf den oberen Teil der Füße angebracht. Er war mit rührender Einfachheit gekleidet. Der Rock war nahezu neu. Pompeius hielt ihn hoch mit beiden Händen, auf dass er ihm dem Schmutz entzöge. Wir waren unser zu drei Personen, und zwei davon sind nun schon Gegenstand der Beschreibung gewesen. Aber es war noch eine dritte da, und diese dritte war ich selbst. Ich bin die Signora Psyche Zenobia. Ich bin von sehr gebietender Erscheinung. Dergestalt bildete ich die dritte im Bunde. Da war der Pudel, da war Pompeius und da war ich selbst. Wir waren drei. Gestützt auf den Arm des ritterlichen Pompeius und gefolgt in respektvoller Entfernung von Diana, wandelte ich auf einer der volkreichen und sehr unterhaltenden Straßen der nun verödeten Stadt Edina dahin. Ganz plötzlich bot sich eine Kirche meinen Blicken dar, eine gotische Kathedrale. Ungeheuer, ehrwürdig und mit einem gewaltigen Glockenturm versehen, der hoch hinauf zum Himmel ragte. Welcher Wahnsinn jetzt ergriff von mir Besitz? Was trieb mich meinem Schicksal in die Arme? Ich ward von einem unbezwinglichen Verlangen gepackt, die schwindelnde Zinne zu erklimmen und von dort die unermessliche Ausdehnung der Stadt zu überschauen. Einladend stand der Kathedrale Tür geöffnet. Mein Schicksal überwand mich. Schon trat ich unter das unheilkündende Portal. Wo war da mein Schutzengel? Wenn es wirklich solche Engel gibt, wenn, schmerzliches Silbenwort, welch eine Welt von Geheimnis, von Zweifel und Bedeutung, von Ungewissheit liegt in diesen vier Buchstaben beschlossen. Ich trat unter das unheilkündende Portal. Ich dachte, die Treppen würden nie ein Ende nehmen. Rundum, ja, immer runder ging es hier, rundum, hinauf, rundum und immer weiter rund hinauf, rundum. Bis ich mich des Verdachtes nicht mehr entbrechen konnte, einig bei diesem Gedanken mit dem scharfsinnigen Pompeius, auf dessen hilfreich stützenden Arm ich mich mit dem ganzen Vertrauen alter herzlicher Zuneigung lehnte, mich des Verdachtes nicht mehr entbrechen konnte, sagte ich, dass man das obere Ende der sich beständig in Spiralen weiter windenden Wendeltreppe versehentlich oder gar aus Absicht entfernt habe. Die Treppe war nun überwunden. Und nur mehr drei oder vier Stufen lagen noch zwischen uns und unserem hohen Ziel. Wir stiegen rüstig fort und jetzt verblieb uns nur noch eine Stufe. Eine Stufe, eine kleine, winzige Stufe. Von solch einer kleinen Stufe im großen Treppenhaus des menschlichen Lebens. Welch riesige Summe menschlichen Glücks und Elends hängt oft nur von ihr ab. Ich dachte an mich selbst, dann an Pompeius und dann an das geheimnisvolle und unergründliche Geschick, welches uns waltend umgab. Ich dachte an Pompeius. Ach, ich gedachte der Liebe. Ich dachte an die vielen trügerischen Stufen und an die vielen Fehltritte, die schon getan wurden und wohl wieder und wieder getan werden. Ich beschloss, noch vorsichtiger, noch zurückhaltender zu sein. Ich gab Pompeii Arm frei. Und ohne seinen Beistand erklomm ich die noch verbleibende eine Stufe und gewann die Glocken. Mein Pudel folgte mir unbedenklich nach. Pompeius allein blieb zurück.
Ich stand am obersten Ende der Treppe und ermutigte ihn, sie ebenfalls zu ersteigen. Er streckte seine Hand nach mir aus und wurde unglücklicherweise durch dieses Tun genötigt, den sicheren Halt seines Überrockes aufzugeben. Wollen denn die Götter nie von ihren Verfolgungen abstehen? Der Rock fiel nieder und mit einem seiner Füße trat Pompeius auf einen der langen und nachschleppenden Schöße des Rocks. Er strauchelte und fiel. Diese Folge war unvermeidlich. Er fiel vornüber und schlug mir mit seinem verwünschten Kopfe direkt gegen die Brust, wodurch er bewirkte, dass ich zusammen mit ihm selbst der Länge nach auf den harten, unflätigen, verabscheuungswürdigen Boden des Glockenhauses hinstürzte. Doch meine Rache kam sicher, rasch und vollkommen. Ihn wild mit beiden Händen in der Wolle packend, riss ich ihm eine riesige Menge des schwarzen, krüllig-krauseligen Zeugs aus und schleuderte es mit allen Zeichen der Verachtung von mir. Er fiel unter die Glockenstränge und blieb dort liegen. Pompeius erhob sich und sagte kein einziges Wort. Doch blickte er mich schier mitleiderregend aus seinen großen Augen an und seufzte. Ihr Götter, welch ein Seufzen! Es schnitt mir tief ins Herz und dann das Haar, die Wolle. Hätte ich sie nur erreichen können, ich hätte sie genetzt mit meinen Tränen zum Zeugnis meiner Reue. Doch ach, sie war nun meinem Griff entzogen, wie sie so zwischen dem Glockenstrangwerk hing, vom Winde lind berührt. Da war es mir, als sei sie noch lebendig. Mir war, als erbebe sie voller Unmut. Unser Zwist war nun begraben. Und wir sahen uns im Raum nach einer Öffnung um, durch welche die Stadt Edina zu überschauen wäre. Fenster waren keine vorhanden. Das einzige Licht, das in die düstere Kammer Zulass fand, drang durch eine quadratische Öffnung von wohl einem Fuß Durchmesser, welches sich in einer Höhe von etwa 7 Fuß über dem Boden befand. Doch was vermochte eines wahren Genius Energie nicht zu bewirken? Ich beschloss alsbald, zu diesem Loch emporzuklimmen. In ein wüster Haufen Räder, Drehlinge, Federn, Maschinenwerk befand sich eng dem Loch gegenüber. Und durch das Loch verlief von der Maschinerie aus eine Eisenstange. Zwischen den Rädern der Wand, in welcher sich das Loch zeigte, war kaum nur Raum für meinen Leib. Doch handelte ich mit dem Mute der Verzweiflung und beschloss, emporzudringen. Ich rief Pompeius an meine Seite. Du erblickst dort jene Öffnung, Pompeius. Ich wünsche, durch sie hindurchzuschauen. Du wirst dich hier genau unter das Loch stellen. Genauso. Nun lege deine Hände an, Pompeius, und lass mich darauf steigen. So. Nun auch die andere Hand, Pompeius, und mit ihrem Beistand werde ich auf deine Schultern gelangen. Er tat alles, was ich wünschte, und da ich hinaufgelangt war, fand ich, dass ich mit Leichtigkeit Kopf und Hals durch die Öffnung stecken konnte. Die Aussicht war hoch erhaben. Nichts konnte großartiger sein. Ich unterbrach mein Schauen nur für einen Augenblick, um Diana zu schicklichem Betragen anzuhalten und Pompeius zu versichern, dass ich rücksichtsvoll sein und mich auf seinen Schultern so angenehm wie möglich machen wollte. Ich sagte ihm, ich gedächte, die zärteste Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen. Nachdem ich meinem treuen Freunde solchermaßen gerecht geworden, gab ich mich selbst mit dem größten Behagen und schierer Begeisterung dem Genuss der Szene hin, welche sich so gefällig vor meinen Augen breitete. Nachdem ich einigermaßen meine Neugier in Betracht der Ausdehnung, Lage
und allgemeinen Erscheinung der Stadt befriedigt hatte, fand ich die Muße über die Kirche, in welcher ich mich befand, und die köstliche Architektur des Turmes sinnend hinzublicken. Ich bemerkte, dass die Öffnung, durch welche ich meinen Kopf geschoben hatte, im Zifferblatte einer gigantischen Uhr angebracht worden war. Zweifelsohne war sein natürlicher Zweck, dem Arme eines Wärters Raum zu geben, wenn es nötig wurde, die Zeiger der Uhr von innen zu stellen. Mit Erstaunen jedenfalls bemerkte ich die ungeheuren Ausmaße dieser Zeiger, von welcher der größte nicht weniger denn 10 Fuß in der Länge und an seiner dicksten Stelle 8 oder 9 Zoll in der Breite besitzen mochte. Sie waren dem Anschein nach aus gediegenem Stahl und ihre Kanten wirkten ziemlich scharf. Nachdem ich diese und noch einige andere Umstände zur Kenntnis genommen hatte, wandte ich meine Augen wieder der prächtigen Aussicht unter mir zu und versank alsbald in tiefes Sinnen. Aus diesem wurde ich nach einigen Minuten jäh durch die Stimme Pompeji gerissen, welche erklärte, er könne es nicht länger mehr aushalten und mich ersuchte, doch gütigerweise wieder herniederzusteigen. Dies war eine Zumutung, bar jeder Vernunft, und das ließ ich ihn vermittels einer längeren Ansprache auch wissen. Er scheute nicht die Erwiderung. Doch bewies diese nur eine völlige Verständnislosigkeit gegenüber meinen in Rede stehenden Ideen. Infolgedessen ergrimmte ich und teilte ihm in klaren Worten mit, dass er ein Narr sei, dass er eine ignorante Elendige begangen habe, dass seine Bemerkungen nur eine Unsumme Bockmist seien und seine Worte wenig besser als verbohrte Buschwindröschen. Hiermit schien er zufriedengestellt und ich nahm meine beschaulichen Betrachtungen wieder auf. Es mochte eine halbe Stunde nach diesem Hader verstrichen sein, als ich tief versunken in den himmlischen Anblick unter mir von etwas sehr Kaltem erschreckt wurde, das einen sanften Druck auf meinen Nacken übte. Es ist unnötig zu sagen, dass mich ein unaussprechliches Gefühl der Bestürzung überkam. Ich wusste Pompeius unter meinen Füßen. Ich wusste, dass Diana gemäß meiner ausdrücklichen Anweisungen auf den Hinterbeinen in der fernsten Ecke des Raumes saß. Was konnte es sein? Ach, ich sollte es nur zu bald entdecken. Indem ich mein Haupt behutsam zur Seite wandte, bemerkte ich zu meinem äußersten Entsetzen, dass sich der ungeheure, glänzende, säbelgleiche Minutenzeiger der Uhr in seinem stündlichen Umlauf auf meinen Nacken herabgesenkt hatte. Es war, das wusste ich, keine Sekunde mehr zu verlieren. Augenblicklich versuchte ich, den Kopf zurückzuziehen, doch es war zu spät. Keine Möglichkeit mehr gab es, mein Haupt dem Rachen jener schrecklichen Falle zu entreißen, in die ich mich so bieder, ahnungslos begeben hatte und die nun enger, immer enger wurde, mit einer Geschwindigkeit zu grässlich, um ihr Ende auszudenken. Die Seelenangst jenes Augenblicks geht über alle Beschreibung. Ich warf die Hände empor und mühte mich mit aller Kraft, die gewichtige Eisenstange von mir wegzudrücken. Doch ebenso gut hätte ich versuchen können, die Kathedrale selbst emporzuheben. Tiefer, tiefer, immer tiefer kam der Stahl. Näher, enger noch und immer enger. Ich schrie nach Pompeius um Hilfe, doch er gab nur zurück, ich hätte seine Empfindungen verletzt. Gellend erscholl mein Ruf nach Diana, doch sie erwiderte lediglich, wow, 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 wow. Und dass ich ihr befohlen, sich um keinen Preis aus der Ecke zu rühren. So hatte ich denn von meinen Gefährten keine Erlösung zu gegenwärtigen.
Mittlerweile hatte die schwere und schreckliche Sense der Zeit, denn nun entdeckte ich die wörtliche Bedeutung jenes klassischen Ausdrucks, nicht abgelassen von ihrer Laufbahn, noch ließ ich annehmen, dass sie es tun werde. Tiefer und immer tiefer kam sie herab. Schon hatte sie ihre scharfe Schneide einen ganzen Zoll tief in mein Fleisch gegraben. Und meine Empfindungen wurden unklar und verworren. Das Ticken der Maschine belustigte mich. Belustigte mich, sagte ich. Denn meine Empfindungen grenzten jetzt an vollkommene Glückseligkeit. Und die winzigsten Umstände bereiteten mir Vergnügen. Das ewige Tick-Tack, 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 Tick-Tack der Uhr war meinen Ohren die melodischste Musik. Der Zeiger hatte sich schon 2 Zoll tief in meinen Nacken gegraben. Meine Sinne wurden von den erlesensten Qualen geschüttelt. Ich flehte und betete um den Tod. Doch nun zeigte sich ein neues Schrecknis und wahrlich eines geeignet, die stärksten Nerven zu verstören. Meine Augen nämlich schickten sich an, unter dem grausamen Drucke der Maschine ganz entschieden an, aus ihren Höhlen zu treten. Während ich noch sann, wie ich möglicherweise doch auch ohne sie würde auskommen können, entfiel schon eines tatsächlich meinem Haupte und blieb, indem es an dem steilen Turme abwärts rollte, in der Regenrinne hängen, welche am Dachbau des Hauptschiffes entlang verlief. Der Verlust des Auges selbst war nicht so übel, wie der anmaßende Ausdruck der Unabhängigkeit und Verachtung, mit welchem es mich, nachdem es entwichen, betrachtete. Da lag es in der Rinne, just unter meiner Nase. Und das Ansehen, welches es sich gab, wäre lächerlich zu nennen, hätten diesen Ausdruck nicht ein solcher der schieren Abscheulichkeit noch übertroffen. Nie war zuvor je ein solches Blinkern und Zwinkern zu sehen. Dieses Betragen von Seiten meines Auges in der Dachrinne war aufgrund seiner ausgesprochenen Unverschämtheit und schamlosen Undankbarkeit nicht nur geeignet, den höchsten Zorn zu erwecken, sondern musste insgleichen, erwägt man die Sympathie, welche stets zwischen 2 Augen des gleichen Hauptes besteht, seien sie auch weit voneinander entfernt, außerordentlich ungehörig wirken. Denn so nun war ich gleichsam genötigt, in einem Fort zu blinkern und zu zwinkern, ob ich nun wollte oder nicht. In genauer Übereinstimmung mit dem schurkischen Dinge, welches da just unter meiner Nase lag. Bald jedoch wurde mir vermittels des Ausfalls meines anderen Auges Erleichterung zuteil. Es nahm beim Fallen dieselbe Richtung, vermutlich ein ausgemachtes Komplott, wie sein Kumpan. Beide rollten nunmehr im Vereine aus der Rinne hinaus und wahrlich, ich war froh, ihrer ledig zu werden. Der Zeiger war nun 4,5 Zoll tief in meinen Nacken gedrungen und nur ein kleines Restchen Haut verblieb noch zu durchschneiden. Meine Empfindungen waren solche vollkommener Seligkeit, fühlte ich doch, dass ich längstens in ein paar wenigen Minuten aus meiner misslichen Lage würde erlöst sein. In dieser Erwartung sah ich mich dann auch nicht getrübt. Genau am Nachmittag um 5.25 Uhr war der ungeheure Stahlzeiger auf seiner grässlichen Bahn genügend weit fortgeschritten, um den letzten schmalen Überrest meines Nackens abzutrennen. Ich spürte durchaus kein Bedauern, den Kopf, welcher mir zuletzt solche Verlegenheit bereitete, endgültig von meinem Leibe scheiden zu sehen.
Er rollte zuerst am Turm hinunter, dann verhielt er für wenige Sekunden in der Dachrinne und nahm schließlich seinen Weg in jähem Sturze mitten auf die Straße. Ich will freimütig bekennen, dass meine Empfindungen nunmehr von einzigartigstem, nein, von geheimnisvollstem, verwirrendstem und unbegrenztestem Charakter waren. Meine Sinne weilten hier und dort, in ein und demselben Augenblick. Mit meinem Kopfe stellte ich mir zu einem vor, dass ich, der Kopf, die wirkliche Signora Psyche Zinnobia sei. Zum anderen aber fühlte ich die Überzeugung, dass doch mir selbst, dem Körper, die eigentliche Identität zukomme. Und meine Begriffe bezüglich dieses Gegenstandes zu klären, tastete ich in meiner Tasche nach dem Schnupftabak. Doch indem ich sie ergriff und mich anschickte, mir eine Prise von ihrem angenehmen Inhalt in der gewöhnlichen Weise zuzuführen, wurde ich unmittelbar meines eigentümlichen Mangels gewahr und warf die Dose augenblicklich nach unten meinem Haupte zu. Dieses nahm mit großer Befriedigung eine Prise und schenkte mir ein anerkennliches Lächeln. Kurze Zeit danach hielt es mir eine Rede, welche ich jedoch ohne Ohren nur undeutlich vernehmen konnte. So viel allerdings begriff ich davon, dass es sich über meinen Wunsch verwunderte, unter solchen Umständen noch weiter am Leben zu bleiben. Jetzt gab es nichts mehr, was mich hätte hindern können, von meinem hohen Standpunkt herniederzusteigen, und so tat ich dies. Was es war, dass Pompeo an meiner Erscheinung so sehr wunderlich vorkam, habe ich jedoch nie so recht herausfinden können. Der Bursche öffnete den Mund von einem Ohr zum anderen und schloss seine beiden Augen, als liege ihm die Bemühung, ob Nüsse zwischen den Lidern zu knacken. Indem er schließlich seinen Überrock fahren ließ, tat er einen Sprung nach der Treppe und verschwand. Nun wandte ich mich dem Liebling meines Herzens zu, der einäugigen, zottelhaarigen Diana. Ach, welch eine greuliche Vision bot sich da meinen Augen. Was eine Ratte, welche dort in diesem Loch dahin ich schleifen sah? Sind dies die kostbaren Gebeine meines kleinen Engels, der von dem Ungeheuer grausam aufgefressen? Ihr Götter, was erblicken meine Augen? Ist's die entflohene Seele? Ist's der Geist, der Schatten des geliebten Hündchens, den dort in der Ecke mit solcher düsteren Anmut ich sitzen sehe? Horch, denn er spricht, und Himmel, es ist von Schillern unsterblich dick, unsterblich dünn, durch sie, durch sie. Ach, sind nicht diese Worte nur zu wahr? Süßeste Kreatur, auch sie hat sich geopfert, nur zu meinem Frommen, wundlos, dienerlos, kopflos. Was bleibt der unseligen Signora Psyche Zinnobia wohl jetzt noch übrig? Ach, nichts. Es geht zu Ende. Es ist aus. Thank heaven the crisis, the danger is past, and the lingering illness is over at last, and the fever called living is conquered at last. And I rest so composedly now in my bed, that if any beholder might fancy me dead, might start at beholding me, thinking me dead. But my heart, it is brighter than all of the men.
many stars in the sky for it sparkle with any. The sickness, the nausea, the pity, last pain have seized with the fever that man in my brain. With the fever can't live in that burn in my brain. And over torture, the torture's the worst, has abated the terrible torture of thirst. For Nepheline with her of passion and curse. But my heart is brighter than all of the many stars in the sky, for it sparkles with any glow.